das Spiel war also für uns ein sehr schweres Spiel. Wir wissen halt, wie spielstark Ferl ist und wie sie hinten raus spielen, wie die drei Mittelfeldspieler halt wirklich den Ball sehr ordentlich nach vorne tragen oder spielen. Und deswegen war es halt eine sehr schwere Aufgabe für uns. Wir haben es aber gut angenommen. Wir haben halt wirklich gerade die ersten 20 Minuten wirklich sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert, wo wir auch Torchancen gehabt haben. Halt sehr viele Standardsituationen, sehr viele Eckbällen, ohne halt viele Torchancen zugelassen zu haben. Es war immer halt so ein bisschen paar knifflige Situationen, aber nicht diese glasklare Torchancen zugelassen. Und deswegen haben wir halt in der ersten Halbzeit wirklich, glaube ich, mehr vom Spiel gehabt und die bessere Torchancen gehabt. Nichtsdestotrotz bleibt Fair immer halt sehr gefährlich. Und wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir weiterhin halt genauso konzentriert spielen wollen, gerade gegen den Ball, und dass wir halt eine von den vielen Eckbällen, die wir gehabt haben, halt nutzen wollen, um halt in Führung zu gehen. Wir haben halt diese Eckbällen gehabt, aber halt leider halt den Ball nicht über die Linie drücken können. Es war für uns halt ein sehr spannendes Spiel, weil wir wissen halt die Qualität von Fair, dass sie halt, die brauchen nur eine Chance, um halt nach vorne zu kommen. Deswegen war es halt von der Abwehr, von Mittelfeldspieler wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Leistung, dass wir Fair weit weg vom Tor gehalten hatten. Die letzten 10 Minuten müssen wir halt einfach überstehen, wo Fair halt mehr vom Spiel hatten, wo sie halt gedrückt haben, wo sie alles nach vorne geworfen haben. Da kann immer ein durchrutschen, aber die Jungs haben es halt wirklich gut wegverteidigt. Ich wünsche meinem Kollegen halt alles Gute für die kommenden Spiele. Wenn man halt weiter so spielt, dann bin ich mir sicher, dass ihr die Liga haltet. Ja, ich sehe es ziemlich ähnlich. Wir haben die erste Halbzeit, ich würde nicht sagen verpennt, aber da haben wir uns schon den Schneid abkaufen lassen vom Gegner. Die erste Halbzeit ging ganz klar an Zwickau. Ich habe auch den Jungs in der Halbzeit gesagt, wir können hier echt von Glück reden, dass wir hier noch mit einem 0-0 in die Halbzeit gehen. Aber diese Chance müssen wir auch nutzen. Das heißt, zweite Halbzeit war ich echt zufrieden, haben immer mehr Druck bekommen und haben uns auch ein paar Torchancen rausgespielt, was in der ersten Halbzeit nicht der Fall war. Trotzdem waren da meiner Meinung nach zu wenig zwingende Torchancen dabei. Aber ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Wir müssen halt auch immer die Kirche im Dorf lassen. Wir dürfen nicht durchdrehen, dass wir hier denken, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen. Wir nehmen diesen Punkt mit und müssen damit auch mal zufrieden sein, weil es gab auch schon Spiele, wo wir gerne nur einen Punkt mitgenommen hätten und hatten das Spiel verloren. Deswegen im Großen und Ganzen klar, ist auch ein bisschen enttäuschend, wir hätten das Spiel gerne komplett gewonnen, aber so nehmen wir den einen Punkt mit. Und was wir heute gegen den Ball gemacht haben, damit bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Also vom Torwart bis die Stürmer, das Anlaufverhalten hat gepasst. Dann ab der zweiten Halbzeit haben wir uns immer wieder reingeschmissen. Und ich glaube halt auch, was mein Kollege gerade gesagt hat, dass hinten raus hat man gemerkt, dass wir halt diesen Sieg unbedingt haben wollten. Haben dann vielleicht ein bisschen Pech gehabt, aber klar, den Punkt nehmen wir mit und damit sind wir jetzt erstmal zufrieden.